Hello everyone! Heute habe ich eine Englischstunde mitgebracht, eine Englischstunde für die Klassen 3 bis 4. Wir werden als allererstes die Zahlen von 1 bis 12 wiederholen, denke ich. Die meisten werden das schon kennen, aber die ein oder andere Zahl ist ein bisschen schwieriger, gerade in der Schreibweise, das fällt mir immer wieder auf. Außerdem wird es bei uns um die Pluralbildung gehen. Das heißt, wie werden Nomen im Englischen in der Mehrzahl gebildet? Das ist total easy, das wirst du gleich sehen. Da ist Englisch eine richtig coole Sprache. Am Ende werden wir ein bisschen, das fällt mir auch oft auf, dass das Probleme bereitet. There is, there are. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann sollte das auch ganz problemlos gehen. Okay, ich würde sagen, let's start. Was du brauchst, ist ein Blatt Papier, ein liniertes Blatt Papier, a pen in your hand, ein Füller in der Hand und eine Seite liniertes Papier. Wir werden ein bisschen was schreiben, aber zu wild wird es nicht werden. Okay, then I'd say we're gonna start and get right into it. The numbers from 1 to 12. Maybe you can tell me the numbers in English starting with 1 and then continue in English. Also, du kannst mal einmal ganz kurz, falls du das schon kannst, die Zahlen von 1 bis 12 einmal aufsagen. Okay, und dann machen wir das jetzt gemeinsam. Alright. 1. Two. Three. Four. Five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, 12. Okay, well done, good job. Ich denke, das war jetzt für viele von euch ein ganz einfacher Einstieg. Deswegen sagen wir die Zahl nochmal zusammen, wir beide zusammen, ein bisschen schneller auf. Okay, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und jetzt bist du noch einmal alleine dran. Alright, good job. Okay. Das Aufsagen der Zahlen ist meist gar nicht so ganz schwierig. Es wird ein bisschen schwieriger bei der Schreibweise. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt einmal vorbereitest auf deinem Blatt Papier einfach mal die Zahlen von 1 bis 12 untereinander aufschreibst. Und zwar machst du das so, du schreibst einfach eine 1, machst eine kleine Klammer drum in die erste Zeile, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich mache das hier ebenfalls. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, das Aufsagen, das läuft jetzt schon ganz gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt schauen wir mal an, wie die Zahlen geschrieben werden. Ich möchte, dass du jetzt einen Bleistift nimmst. A pencil, please. Take a pencil, please. Und einmal neben die Zahl versuchst aufzuschreiben, wie man die Zahl im Englischen schreibt. Mit einem Bleistift. Wir werden gleich mit dem Füller drüber schreiben, beziehungsweise das dann ausradieren, wenn es falsch war. Okay, I give you a minute or 2 minutes to write down the numbers in English. Und dann fängst du mal mit der Nummer 1. 1. So, bitte schauen, ob das bei dir auch so aussieht. Falls ja, brauchst du gar nichts zu machen, dann schreibst du einfach nur mit einem Füller. Kannst du nochmal über das mit dem Bleistift drüber schreiben, wenn du möchtest, hast du gleich nochmal eine extra Übung oder radierst es aus, wenn es falsch war oder streichst es durch. Hauptsache, es bleibt nicht falsch stehen. Number 2. Die 2, 2, T-W-O, T-W-O. Die Nummer 3, gar nicht so einfach, 3, T-H-E-E, 3. Die Nummer 4, 4, versuchst du mal richtig aufzuschreiben. 4. Four. F-O-U-R. 4. Die Nummer 5. 5. 5. Mit einem V hier in der Mitte. 5. Die Nummer 6, 6. Du schreibst zuerst und dann schauen wir uns das gemeinsam an. 6. Die Nummer 7, 7. 7. Die Nummer 8. 8, 8, die 8 ist gar nicht so einfach. Eight. Die Nummer 9, 9. Die Nummer 10, 10. Ten. Die Nummer 11, 11. 11, die 11 und die 12, 12. Und da musst du aufpassen. 12, V-E am Ende. Okay, ich denke, falls du schon ein bisschen länger Englisch in der Schule lernst, sollten die Zahlen kein großes Problem dargestellt haben. Falls ja, ist überhaupt nicht so schlimm. Du bist in einem ganz, ganz tollen Lernalter und du wirst auch die englische Sprache wahnsinnig schnell auffassen, da bin ich ganz fest von überzeugt, auch wenn das ein oder andere dir noch ein bisschen schwierig vorkommt. Okay, wir gehen es noch einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, sehr gut. Wir machen
das noch einmal mit den Bildern. Es sind Bilder aus Themenfeldern, die du vermutlich auch schon kennst. Ich habe was mitgebracht: Animals, Food, School Things, Body. Das sind so die Themen, die du vermutlich auch aus deinen Schulbüchern kennst. Wir zählen noch einmal gemeinsam, beziehungsweise möchte ich, dass du erstmal einfach zuhörst und mal darauf achtest, ob dir was auffällt bei den Wörtern. Achte mal ganz deutlich auf die, nicht unbedingt auf die Zahlen, sondern auf die Wörter. One, Banana. Two, Cats. Three, Turtles. Four, Pencils. Five, Goats. Six, Eggs. Seven, Carrots. Eight, Fingers. Nine, Umbrellas. 10 birds, 11 colored pencils, 12 flowers, 13. Okay, ist dir was aufgefallen bei den Wörtern, bei den Nomen, die ja eine Mehrzahl hatten? Das heißt, nicht eine Banane, sondern ab der Zahl 2, wo wir dann den Plural haben, ist dir dort etwas aufgefallen? Ganz genau. Es wurde einfach ein S an das Wort angehängt, das sogenannte Plural S im Englischen. Und das ist wirklich easy. Das heißt, für den Plural im Englischen hängst du einfach ein S hinten an das Wort dran. Wir schauen uns das einmal gemeinsam an. Wir haben also, ich hänge die Banane mal hier auf. Wir haben one banana. Aber wir haben two cats. Wir haben three turtles. Wir haben four pencils. Five goats. Six eggs. Seven carrots. Eight fingers. Nine umbrellas. Ten
10 birds. Eleven colored pencils. And 12 flowers. Also in der Einzahl one banana, one apple, one carrot. Ganz normal. Und dann in der Mehrzahl ganz, ganz dankbar, ganz, ganz easy. Two cats, three turtles, six eggs, 10 birds, 12 flowers. Einfach ein S, ein Plural S hinten an das Wort dranhängen und dann hast du auch schon den Plural richtig gebildet. Natürlich gibt es auch so ein paar Ausnahmen, aber das ist eigentlich die Regel, die du kennen musst und sie ist eigentlich relativ einfach, denke ich. Ich werde in einer weiteren Stunde nochmal ein bisschen die Ausnahmen üben. One mouse, two mice. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die du auch können solltest, aber die lassen wir heute erstmal noch außer Acht. Okay, so, dann hatte ich gesagt, wie können wir das denn im ganzen Satz ausdrücken? Und da fangen wir den Satz an mit there is, da ist, there is one banana. Oder there are six eggs, there are seven carrots. Das heißt, there is, da ist, das nimmst du für die Einzahl und there are, da sind, das nimmst du für die Mehrzahl. Okay. Alright, ich denke, ich habe jetzt genug geredet und wir schauen, dass wir in die nächste Schreibübung kommen. Ich möchte, dass du noch einmal die Zahlen von 1 bis 12 untereinander aufschreibst. Und zuerst bei der ersten Übung kümmern wir uns nur um die Zahlen von 1 bis 6. So please note down. Another time. The numbers from 1 to 12. Die Zahlen von 1 bis 12 untereinander schreiben. Ich habe zwei Übungen mitgebracht. Die erste Übung bezieht sich gleich auf deine ersten 6 Zahlen, die du jetzt untereinander schreibst und die Zahlen 6 bis 12, die Übung, das ist dann die zweite Übung, die machen wir im Anschluss. Wir fangen natürlich einfach an. Während du das vorbereitest, nehme ich kurz hier meine Bilder wieder weg. Also einfach die Zahlen von 1 bis 12 noch einmal untereinander aufschreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann geht es auch gleich schon weiter. So. Dann nehme ich die Zahlen hier einmal weg. Die Zahlen von 1 bis 12 lasse ich hier stehen. Und zwar machen wir jetzt Folgendes bei der 1 bis 6. Ich sage dir die Einzahl an und ich möchte, dass du die Mehrzahl entsprechend aufschreibst. Wir machen das gemeinsam. Also, one banana. Und dann machst du einen kleinen Bindestrich.
Und dann sage ich dir eine Zahl an von 1 bis 12 und du schreibst das Wort dann in der richtigen Form auf. Das heißt, wenn es eine Mehrzahl ist, musst du an das Plural S denken. One banana, dann schreibst du zuerst einmal one banana mit auf und dann two bananas. Die Nummer 2. One carrot. Bitte einmal aufschreiben. Vielleicht probierst du auch, dass du die Bindestriche schön untereinander hast, dann sieht das ein bisschen schöner aus. One carrot. Und wir nehmen die Nummer 7. Seven. Und jetzt schreibst du bitte die richtige Pluralform auf. Seven carrots muss bei dir stehen. Okay, number three. One pencil, ein Bleistift. Eight, und ich möchte, dass du das Wort in der Mehrzahl aufschreibst. One pencil, eight. Vorsicht bei der Schreibweise. Eight pencils. One umbrella. Und jetzt nehmen wir die 3, 3, und ich möchte, dass du das Wort in der Mehrzahl aufschreibst. Three umbrellas. Zwei noch und dann wird es ein bisschen schwieriger, denn dann kommen wir gleich zur zweiten Übung. Okay, number 5. One finger, ten. Und du schreibst bitte die Pluralform auf. One finger, ten fingers. Und wir kommen zum letzten Beispiel, zur letzten Übung hier. Und wir nehmen one cat. Und diesmal nehmen wir die 12. 12. One cat. 12. Und bitte das Wort in der Pluralform aufschreiben. 12 müsste bei dir stehen. Wir haben also one banana, two bananas, da ist das Plural S. One carrot, seven carrots. One pencil, eight pencils. One umbrella, three umbrellas.
One finger, 10 fingers. One cat, 12 cats. Okay, die zweite Übung, die sich jetzt auf die Zahlen von 7 bis 12 bezieht, machen wir ein bisschen schwieriger. Und zwar, ich möchte, dass du den kurzen Satz ins Englische übersetzt und aufschreibst. Und er fängt immer an mit there is oder there are. Da ist oder da sind. Okay, vielleicht machen wir die Nummer 7 einmal gemeinsam. Let's see. So, der erste Satz. Da sind 5 Hunde. Du musst zunächst überlegen, there is oder there are, Einzahl oder Mehrzahl. Da sind 5 Hunde. Dann schreibst du also bei der Nummer 7 auf, there are, du brauchst ja hier die Mehrzahl, there are 5, 5, Hund, der Hund, dog, jetzt brauchst du die Mehrzahl mit dem Plural s, there are 5 dogs. Punkt. Okay. Die Nummer 8 schreibst du zunächst einmal alleine auf. Da sind 4 Äpfel. Da sind 4 Äpfel. There is oder there are. Wie muss dein Satz beginnen? Da sind 4 Äpfel. Da sind 4 Äpfel. Und der Satz sollte so weiter aussehen. There are 4. 1, 2, 3, 4, apples. Punkt. Plural S nicht vergessen. Apple auf die Endung achten. Erst das L, dann das E. There are 4 apples. Okay, der nächste Satz. Da sind 11 Bücher. Da sind 11 Bücher. Brauchst du ein there is oder ein there are? Da sind 11 Bücher. Da sind 11 Bücher. Und so müsste dein Satz aussehen. There are 11 books. There are 11 books. Hier hast du wieder das Plural S, one book, 11 books. Okay, der nächste Satz. Da sind 5 Ziegen. Was sind nochmal die Ziege im Englischen? Hatten wir am Anfang, als wir gezählt haben. Die Ziege. Goat. Da sind 5 Ziegen. Brauchst du ein there is oder ein there are? There are brauchst du hier, Mehrzahlbildung, there are 5 goats, full stop und Punkt. Plural S am Ende, ganz genau. Okay, der nächste Satz.
Da ist eine Blume. Brauchst du ein there is oder brauchst du ein there are am Anfang? Da ist eine Blume. Da ist eine Blume. There is, denn du hast ja die Einzahl, there is one und die Blume flower. There is one flower. Und dann kommen wir zur letzten Zahl, zum letzten Satz, number 12. Und wir nehmen das folgende Beispiel. Da sind 10 Kaninchen. Da sind 10 Kaninchen. Brauchst du ein there is oder brauchst du ein there are? Da sind 10 Kaninchen. There are, du brauchst ein there are für die Pluralbildung, there are 10 rabbits. There are 10 rabbits. So, und dann sind wir auch schon fast fertig. Als letztes möchte ich, dass du dir einen roten Fineliner und ein Lineal zur Hand nimmst. Und dann werden wir nochmal in den Sätzen 7 bis 12 ein bisschen Farbe reinbringen, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar möchte ich, dass bei der Nummer 7 das R und das Plural S bitte mal mit rot unterstreichst. There are 5 dogs. Das gleiche machen wir bei der Nummer 8. There are 4 apples. Das R und das Plural S bitte einmal markieren, unterstreichen mit rot. There are 11 books. Und das gleiche machen wir mit den Ziegen. There are 5 goats. Bei der Nummer 11 machen wir das nicht, denn hier haben wir eine Einzahl. Bildung, there is one flower, aber beim letzten Satz, there are 10 rabbits, bitte ebenfalls mit rot unterstreichen. So, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Unterrichtseinheit der Englischstunde. Plural, Einzahl und Mehrzahl, there is, there are, die Zahlen von 1 bis 12 haben wir auch nochmal schnell wiederholt und ein bisschen die Themenbereiche Animals, School Things, Body und was hatten wir noch? Food hatten wir auch so ein bisschen mit dabei. Okay, ich hoffe, dir hat die Stunde Spaß gemacht. Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht, dein Online-Coach gewesen zu sein. Ich würde dich bitten, einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat. Gerne mit deinen Eltern meinen Kanal abonnieren. Anregungen, Fragen gerne per Mail, damit ich dich noch besser supporten kann. Okay, bye bye, your online coach.